So Freunde, willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal hier heute mal. Und zwar ist das hier ein Zusammenschnitt von dem Livestream, der am 26.02. gestreamt wurde. Und viele haben ja gefragt, wo der Stream hin ist, die vielleicht nochmal den Rest nachgucken wollten. Ich habe gedacht, ich schneide das Ganze jetzt einfach mal zusammen, weil es halt einfach so extrem lang war. Der Grund für diesen Stream ist, dass ich in der Let's Play-Welt auch größere Projekte bauen möchte, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall die Goldfarm. Und ich nicht möchte, dass irgendwelche, keine Ahnung, der hat gecheatet oder dass Leute sagen, sie möchten gerne alles sehen oder nicht. Dann habe ich eben mich dazu entschieden, das Ganze zu streamen und jetzt hier zusammenzuschneiden. Das heißt, von knapp 4,5 Stunden auf, keine Ahnung, 1,5 Stunden runtergeschnitten. Und ja, ich wollte einfach mal probieren, wie das bei euch ankommt. Es ist ein Haufen Arbeit, deswegen würde ich gerne wissen, ob ihr sowas öfter sehen wollt oder nicht. Und ja, es sind viele witzige Momente passiert. Ich habe oft Huch gesagt, das wurde auch das ein oder andere Mal angesprochen im Chat. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Ganze hier gefällt. Danke an alle, die im Stream dabei waren. Und an alle, die nicht dabei waren, wir sehen uns dann vielleicht ja im nächsten Stream. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. Bis dahin. So. Achso, was mir gerade auch einfällt, ich sollte ganz dringend hier diese Dinge abreißen, weil sonst spawnt hier gleich noch irgendwas drauf, ne? Jetzt hast du die neue Maus, jetzt kannst du auch Kabel für die Facecam. Ja, mein Mod hat beschlossen, es gibt erst Facecam bei 1 Million Abos. Nee, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich heb mir die Facecam auf für irgend sowas wie, keine Ahnung, 1000 Abos, 5000 Abos, was weiß ich. Weißt du, muss ja auch irgendwie was Spezielles sein, ne? Ich weiß nicht, wieso alle unbedingt eine Facecam haben wollen. Warum will jeder meine Fresse sehen? Alles klar. Ich muss nicht unbedingt die Hälfte deines Kadavers sehen. Finde deine Videos auch so gut. Die Hälfte meines Kadavers. Das ist mal eine Ausdrucksweise, die habe ich auch noch nie gehört. Aber ja, das habe ich eh noch nie verstanden. Warum so viele Leute so der ganzen Sache hinterher sind, dass ich eine Facecam haben soll. Ich weiß nicht, was da die Faszination ist, aber... Hast du einen Lieblingsbaublock? Nee, habe ich nicht. Ich finde, wenn man Sachen aus nur einem Block baut, sieht das immer scheiße aus. Das heißt, ich habe lieber eine Baupalette aus verschiedenen Blöcken, weil ich der Meinung bin, dass das am Ende viel besser aussieht, als wenn du einfach nur alles aus einer Blocksorte baust. Und deswegen habe ich keinen Lieblingsblock. Okay, das können wir ja machen. Wenn es Mango glücklich macht... Machen wir hier eine Top-Trapdoor hin. Das ist top, Freunde. So. Richtig krass. Gut. Weiter. So, if you're looking at the block, it's at 242. Check again. 242? Nee, meins ist bei 241. So, nochmal kurz gucken. Ich habe gerade hier hingeguckt. Und ich habe mir gerade ein bisschen in die Hose gekackt. Aber ich muss ja hier hingucken, zum Glück. Oh mein Gott! Boah. Schön, dass du mal wieder streamst. Ja, ist... Wow, okay. Chat lesen und auf so einem kleinen Pinöpel balancieren ist natürlich auch eine scheiß Idee, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Scheiße, da bin ich wohl falsch abgebogen. Ho. Aha.
Sieht doch schon supi aus. Ja, ne? Meine supi würde ich jetzt anders definieren, aber ist okay. Ach du Scheiße. Da sieht man den Effekt dieser Farm, der gewünscht ist. So. Tschüss. Soll ich mal gewagt sein? Guck mal, wenn ich ihn genau in die Augen gucke, kann er sich normalerweise nicht mehr bewegen. Hallo, wieso bleibst du nicht stehen? Doch, so, guck, wenn man genau ins Gesicht guckt, kann er nicht weiterlaufen. Na, wir stehen jetzt in diesem Mexican Standoff und der Kollege kann nichts dagegen tun. Nee, ich war schon immer Team Facecam. Warum? Kann mir irgendjemand die Faszination dahinter erklären? Okay. Ja, jetzt habe ich mich natürlich in eine scheiß Situation gebracht hier. Was soll ich machen? Tschüss. So. Mir ist es egal, ob mit Facecam oder ohne. Für mich ist das dasselbe. Ja, ich meine, das ist halt irgendwie so Mystery, ne? Und ich habe irgendwie so Gefühle bei den meisten YouTubern, wo ich das Gesicht nicht kannte und die auf einmal eine Facecam haben. Und man sieht das Gesicht, dann denkt man so, hä, ich hätte nie gedacht, dass er so aussieht. Ich meine, das Einzige, was man von mir weiß, ist die Augenfarbe bis jetzt, wegen dem Skin. Rate mal, welche Augenfarbe ich habe. Aber mehr weiß, glaube ich, niemand. Wobei, ich habe mal eine Weile auf Twitch gestreamt und da hatte ich eine Facecam. Aber die ganzen Clips sind weg. Und ich habe auch ein YouTube-Video, wo von Twitch kommt, oder wo was von Twitch kam, wo auch eine Facecam dabei war. Aber das ist auch weg. Es wäre interessant, dein Gesicht beim Fluchen zu sehen. Jo, da wäre ich ja sofort gebannt. Ich mache einfach Facecam, aber ich mache so einen Filter drüber, dass es einfach so wie so im Fernsehen, weißt du, wenn die so einen festnehmen oder sowas, dass es einfach so ausgezensiert ist die ganze Zeit, mein Gesicht, dass man es eh nicht sieht. Das wäre so übelst witzig, wenn ich einfach in den Titel schreibe, Streams ab jetzt mit Facecam und dann ist einfach zensierte Facecam. Das ist so witzig. Ihr guckt auf die Facecam. I'm fucking there, dude. Das ist so gut. Das ist so gut. We've had better games. Och nö, ey. Das ist einfach so. Oh Gott, da ist schon wieder so ein Kollege. Boah, ich bin so geil. Hä? 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 Warum? Nein! Ho! Oh. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Hä? Oh! Okay, rennt in meine Falle, ihr Bitches. Gar nicht laut, oder? Sind die noch böse auf mich? Nee, ne? Oh Gott, das ist schon wieder ein Gas gespawnt. Ha! Oh, haha! Na? Agro? Nee, ne? Gut. Guck mal, das ist ein Enderman. Halt, stopp. Nein, stopp. Jetzt hallo, reicht es. Hallo, nein, jetzt red ich. Oh Gott. Das war nicht so gut. Man hat Angst bekommen. Ja, wenn man zu nah an die rangeht und denen in die Augen guckt, dann... Ich habe auch so einen intensiven Blick. Guck. Da willst du nicht mit kämpfen. Also das ist, ne? Du verstehst nicht, wie intensiv das ist. Vor allem im echten Leben. Da muckt keiner mit. Oh.
Ja, Hauptsache erstmal auf die Lippen zoomen. Hey. Okay, lassen wir das. Sieht eher aus, als hättest du Lippenstift drauf. Wer hat gesagt, dass ich keinen Lippenstift drauf habe? Was ist da los? Ich habe immer Lippenstift drauf. Gib dir diesen perfekt gezogenen Lippenstift. Na, so perfekt, auf das Pixel genau. So genau kriegst du das in echt nicht hin. Ja. Hä? Ich sehe hier nichts außenrum, was irgendwie die Plattform einschränken würde vom Platz her. Nein! Geh weg! Oh, fast ihn erwischt. Ich bin so krass. Stirb! Noch einer! Der wohl ein Witz, ey. Mich echt verarschen hier. Bitch. Ah. Stirb. Idiot. In allen anderen Spielen bin ich natürlich überkrass in PvP. Ich finde das so geil, wie die Babys rennen. Boah, sie sind... Er ist so niedlich. Guck dir dieses Gesicht an. Das kann nur eine Mutter lieben, oder? Lauf mal, ich will es sehen. Du bist lustig, wenn du läufst. Lauf! Oh! Sorry. Ich hab... Egal. Und dann third outside. 6, 4, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ah, ach so, ich habe eine Donuts. Ich habe eine Spende bekommen. Gorilla im Nebel, vielen Dank für deine 5 Euro, Mann. Das hilft sehr. Vielen, vielen Dank. Huch Army. Sehr nett, vielen Dank. 1, 2, 3, 4. Habe ich schon wieder vergessen. Jetzt hast du mich abgelenkt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aber gut. Nein. Nein! 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 Ich hab nichts gemacht. Oh, fuck. Okay. Was reingefallen? Okay. Sind wir alle wieder Freunde? Ich glaube, ne? Nee, doch nicht. Warum springt in euren Tod? Da fehlt, glaube ich, ein Minecart. Da fehlten ein oder mehrere Minecarts. Wie könnt ihr denn noch leben hier?
die da rausgefallen? Nein, die sind da rausgefallen. Oh Gott. Wie weit sind die dann bitte geflogen? Okay. Wie nimmst du mehrere Stacks auf einmal aus der Kiste? Du hältst Shift gedrückt und dann nimmst du ein Stack Items in die Hand. Und dann doppelklickst du auf ein Item, was du bewegen willst. Siehst, dass sie sich hier bewegen, ne? Und du musst aber Doppelklick machen. Und dann bewegt er alle Items von dem Item, was du doppelklickst. Also was du in der Hand hast, ist egal, nur das Item, worauf du klickst, ist wichtig. 24 Stunden Streams gehen richtig schnell vorbei. Wenn man eine Mischung aus Multiplayer und Singleplayer macht, ist das wie ein 4,5 Stunden Stream bei Lufo. Ja, 24 Stunden Stream würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht machen, aber... Ich meine, ich könnte natürlich auch die Spiele mischen, aber ich muss halt feststellen, dass ich wesentlich weniger Zuschauer habe bei Spielen oder bei Streams, wo kein Minecraft ist. Und deswegen mische ich das normalerweise nicht so gerne, sondern ich mache dann halt Streams, wo ich von Anfang an kein Minecraft spiele und dann sind die Leute auch nicht auf Minecraft vorbereitet und dann, ja. Und das ist halt ein kleinerer Stream, aber das macht auch immer ganz gut Spaß mit so, weißt du, so ein bisschen auf klein, so ein bisschen Wohnzimmer-Stream-mäßig. Halt schön, weil da kann ich auch viel mehr auf die einzelnen Leute halt eingehen, weil dann hat man halt auch so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so eine One-on-One-Conversation, weißt du, wenn ich hier, keine Ahnung, vorhin hatten wir ja knapp 20 Zuschauer teilweise, da ist es halt schwierig, wirklich längere Wortwechsel mit Leuten zu haben, also wenn jemand Kommentare schreibt, halt immer darauf zu antworten und weiter darauf zu achten, was der jetzt darauf wieder gesagt hat, weil dann bin ich abgelenkt, weil jemand anders was sagt und dann muss ich wieder hochscrollen und so weiter. Das ist halt bei so einem kleinen Stream, keine Ahnung, wenn ich The Witcher oder sowas streame, sind vielleicht nur 3 oder 5 Zuschauer dabei. Und das mache ich aber auch ganz gern. Ja, also ich finde, als ich jünger war, war mein Leben wesentlich interessanter. Aber ich meine, es ist halt so, wenn man studiert oder arbeitet, dann hat man halt diesen Alltag irgendwo. Ich meine, als ich klein war, meine Mutter war halt immer sehr hinterher, dass ich viel Sport gemacht habe. Das heißt, ich war ohne Scheiß in der Woche war ich 5-mal in irgendwelchem Training. Ich war dienstags und donnerstags hatte ich Fußballtraining, montags und freitags hatte ich Leichtathletik und mittwochs hatte ich, ich glaube, das hieß Bubenturnen oder sowas, also Freiturnen-mäßig gewesen. Dann habe ich Klettern ausprobiert eine Weile, das hat mir aber irgendwie nicht gefallen. Ja. Ich habe auch in Leichtathletik habe ich auch ein paar Meisterschaften geholt. Ich meine, da war ich natürlich auch noch nicht so alt, aber da war ich sogar relativ gut drin. Und dann irgendwann, als ich älter geworden bin, ist das halt alles so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich bin umgezogen, hatte dann keinen Bock, in einem neuen Sportverein und so weiter anzufangen. Dann, als ich, keine Ahnung, 14, 15 war, bin ich irgendwann angefangen, Fitnessstudio zu gehen stattdessen, weil ich extreme Schulterprobleme habe. Dann hat der Arzt mich geröntgt und hat festgestellt, dass irgendwie in meinem Schultergelenk irgendwie ein Stück fehlt oder was. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann habe ich halt angefangen, Fitness zu machen, um mein Schultergelenk so ein bisschen zu, ne, dass die Muskeln halt das halten. Dann habe ich beim Bankdrücken meinen Ellbogen verletzt. Und bis heute hat kein Arzt mir sagen können, was da ist. Das heißt, ich konnte das dann auch nicht mehr machen. Ich bin jetzt gerade wieder langsam dabei, wieder ein bisschen anzufangen. Eieieiei. Als Jugendlicher oder als Kind? Also Leichtathletik, die Medaillen und Dinger, Turniere, die ich da gewonnen habe, da war ich jünger als 13. Habe ich auch schon hingekriegt. Was hast du hingekriegt? Dich im Fitnessstudio zu verletzen? Ja, und ich meine, das ist das, wo ich mich da verletzt habe im Fitnessstudio, war auch so ein bisschen der Punkt, wo ich mit YouTube ein bisschen mehr angefangen habe, weil ich halt, das ist halt extrem frustrierend, weißt du, ich war halt wirklich jeden Tag im Fitnessstudio, weil das hat halt Spaß gemacht. Da bin ich halt mit meinen Freunden zusammen hin und wir haben da halt, ne, zusammen
Zusammen Fitnessstudio trainieren ist halt einfach das Geilste, finde ich, weil alleine ist halt irgendwie, keine Ahnung, Und dann, wenn man das auf einmal nicht mehr machen kann, ist halt extrem frustrierend. Vor allem, man macht das 2-3 Jahre lang extrem viel, baut sich so schön langsam Muskeln auf, ne, hat hier seine Routinen und so weiter, kommt immer höher mit Gewichten, die man stemmen kann und so weiter, und dann einfach eine Verletzung, alles weg. Es dauert Jahre, bis man einigermaßen einen guten Körperbau hat, und dann dauert es ein halbes Jahr, wo man nichts mehr macht und ist einfach alles weg. Wobei, ich müsste eigentlich die Glasblöcke da lassen, aber ich mache das heute jetzt nicht mehr weiter, glaube ich. Turniere zu gewinnen. Ja, das war auch ein mega geiles Gefühl, weil es gab diesen einen Typen, der war in dem Sportverein aus dem Dorf, wo meine Oma gewohnt hat, und ich war halt in dem anderen Sportverein. Und jedes Jahr, ohne Witz, jedes Jahr bei den Hessenmeisterschaften haben wir uns gekloppt um die Medaille, aber wirklich gekloppt. Also nicht geschlagen, sondern halt, es war jedes Jahr, jedes Scheißjahr war es ein Kampf, wer Erster wird. Es war einfach nur ein Kampf. Deswegen hat es sich natürlich auch extra gut angefühlt, wenn ich es gewonnen habe, aber ich würde sagen, wir haben es ungefähr gleich oft gewonnen, von daher ist es... Ich habe auch Leistungssport gemacht und jetzt Knochen kaputt. Ja, vor allem Gelenke sind halt problematisch. Ich hatte relativ früh Probleme mit Gelenken, also mit Handgelenk und so weiter. Zum Beispiel ist bei meinem rechten Handgelenk, also das sieht man jetzt nicht mehr so stark, aber da ist halt die Schmierkapsel von... Oder die Kapsel von der Gelenkflüssigkeit oder wie auch immer man es nennen möchte, ist ausgelaufen. Also geplatzt, als ich irgendwie hingefallen bin oder was. Und seitdem habe ich extreme Handgelenkschmerzen. Also ich kann zum Beispiel keine Liegestützen auf den Händen machen, sondern ich muss halt eine Faust machen und mich auf die Knöchel stellen, wenn ich Liegestützen machen will oder so. Weil das extrem wehtut. Also wenn ich mein Handgelenk beuge, dann sieht man diesen Knubbel von der ausgelaufenen Gelenkmasse oder wie auch immer. Das ist voll eklig, aber okay. Aber ich versuche wieder zurückzufinden zum Kraftsport zumindest. Aber es ist halt extrem unmotivierend, wenn du halt... Oh Gott. Wenn du halt eine Weile halt richtig gut Kraft hattest und so weiter und dann jetzt einfach... Ich meine, ich kann beim Bankdrücken kann ich zum Beispiel fast nur noch die Hälfte, wie ich konnte, als ich meine Glanzzeiten hatte. Das ist halt einfach nur noch schade, weil man halt, ne, es ist halt... Und dann braucht man halt auch extreme, nicht Disziplin, aber man braucht, das ist halt extrem anstrengend, sich dann nicht zu übernehmen und nicht zu viele Gewichte drauf zu machen und so weiter. Jetzt habe ich Bock auf einen Quark. Ja, ich auch. Ich habe übelst Hunger. Ich habe heute Abend nichts gegessen. Jetzt ein bisschen spät zum Essen.